Hallihallo und herzlich willkommen beim Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls Session 4. Ja, in dieser Session möchte ich euch mitnehmen und euch alles zeigen. Den Charakter so hoch wie möglich stufen, Paragon-Stufe 300 erreichen ungefähr. Ich hoffe noch mehr. Und das mit einer der coolsten Charakterklassen, also Charakterbuilds. Die Klasse ist natürlich auch cool, eine Mönchin. Season anmachen und ich möchte einfach LP Basler nennen. So. Das ist einfach der geilste Bild. Ich habe das in der PTR gespielt. Ich habe so lange PTR jetzt gespielt, ungefähr 2, 3 Monate ungefähr. Und alles ausgiebig getestet. Ich weiß genau, was ich machen muss und so. Ich wollte noch Challenges machen, aber ich denke, damit wir schnell vorwärts kommen, mache ich die nicht. Aber sonst hätte ich zum Beispiel noch gesagt, keine Zweihandwaffen, keine Schreine verwenden, keine Sets verwenden und so weiter. Aber es ist fast nicht möglich. Ich habe es getestet, bis die Session angefangen hat, glaube ich, von 24. bis 28. Hatte ich Zeit, einen Mönch zu machen und es ist extrem schwer. Also ich habe es aufgegeben und das möchte ich euch nicht zeigen, weil Diablo 3 einfach mit Challenges einfach nicht so gut geht, weil eigentlich alles auf die Sets beruht, alles auf die Beweglichkeit, alles auf die Stärke der Attacken, so viel nötig ist. Und deshalb mache ich das hier bei Diablo 3 nicht, aber sonst hätte ich es gern gemacht. Und wir stellen hier auf Abenteuer auf, Kampagne, möchte ich nur ungern zeigen, weil es eigentlich recht langweilig ist. Die Geschichte, alles, keine Herausforderung und so. Und wir fangen mit Profi an, eventuell sind die Gegner zu zäh oder so, müssen wir zurück oder sogar auf Meister gehen. Aber ich möchte eigentlich so hoch wie möglich spielen, also so schwer wie möglich haben. Also, dann fangen wir an und gehen jetzt zuerst mal auf Level 70 und dann haben wir eigentlich alle Skills, um den Build zu machen. Dann müssen wir die Items finden, dann das Set, Melinias oder so heißt das Set. Und der neue Patch ist ja eben seit dem 24. draußen und bietet den Sultan Kul hier jetzt, wo man... Ich muss noch ein bisschen die Sprache runterstellen, sonst übertönt es meine Ding, weil es ist ein bisschen leise auf YouTube, aber bei mir ist es recht laut. So. Also ich möchte euch das kurz zeigen. Das ist in Akt 3, hier Ruinen von Sescheron. Das machen wir dann später, nachdem wir einen Ding gemacht haben. Genau. Okay, er quasselt nur ein bisschen vom alten Horatrim-Würfel, also den Sescheron-Würfel, wie der heißt. Und im ersten Akt ist eigentlich der Bonus. Ich möchte zuerst aber einmal ein Ding machen, ein Rift, ein kleines Rift, also ja, normales Rift. Es ist zu laut. Ich werde ein bisschen abgelenkt, tut mir leid, aber... So jetzt, damit die nicht mehr reinschnurren. So, reinquasseln. Also, jetzt sind wir noch nackig. So haben wir noch nichts eigentlich. Und wir müssen jetzt an Items kommen. Ich hoffe, es ist nicht zu schwer oder so. Oh ja, ganz klar. Gleich am Anfang einen Champion-Gegner. Das ist vielleicht ein bisschen zu schwer, wenn ich da immer Schaden bekomme. Ja, machen wir zuerst ein bisschen Kopfgeld. Lassen das aber auf. Einfach bis ich natürlich die Gegner auch töten kann. Wo ist der Healer? Ah, da. Der Healer hat sich ein bisschen aus dem Staub gemacht. So, also... Wir müssen zuerst machen wir Felder. Ja, ist ein bisschen schwer. Ja, doch. Ist eigentlich am leichtesten. Spinnenhöhe ist vielleicht ein bisschen leichter.
Ich hoffe, da kriegen wir ein paar Gegner tot, damit wir Hochstufe, also auch ein bisschen Ausrüstung bekommen und ein bisschen Level. So. Gut. Jetzt haben wir nämlich den fähigen Tritt auch noch. Können den als Schadensquelle nutzen. Aber es ist immer noch zu laut. Ah, wieso? Vorher ist es so leise gewesen. Aber, ja, ich habe natürlich noch ein bisschen höher gestellt, bevor ich aufgenommen habe. Hätte ich so gelassen. Es war so im Screen, wo ich Charakter stelle und so. Leise. Es ist immer noch zu laut. Es ist richtig blöd, dass Diablo 3 so laut ist. In anderen Spielen kann ich eigentlich das recht gut einstellen, weil es eigentlich bei 1% genau die richtige Ding ist. Also mein Herz ist schon immer zu laut. Aber dass ich es einfach auf 1% stellen kann und dann ist es angemessen. Dann ist es genau gut, dass ich auch noch reden kann und nicht abgelenkt werde oder so. Aber das ist leider hier bei Diablo ganz anders. Das ist im Allgemeinen viel zu laut. Wenn ich das Headset noch lauter hätte, also das Headset noch lauter wäre, ohne dass ich es leise stellen kann, könnte ich das Spiel eigentlich gar nicht spielen, weil ich sonst einen Hörschaden bekomme oder so. Aber ja, jetzt sind wir Level 3. Es geht relativ schnell. Und dann fängt eigentlich die Action an, weil der Bild, den ich meine, ist der Explosion Palm Bild. Mit dem neuen Patch ist er richtig gut geworden. Und das macht richtig viel Spaß. Genau deshalb wollte ich auch anfangen, wieder ein Let's Play von Diablo 3 zu machen. Und genau deswegen ja, bin ich so motivierend gerade. Obwohl jetzt eben am Anfang ein bisschen die Lautstärke zu groß war. Fast schon Hörschaden bekommen habe. Bei euch ist es nicht so laut wahrscheinlich. Aber bei mir leider. Ich könnte es sogar nochmals ein bisschen leise machen. Ich hoffe, auf YouTube kann man das da noch hören. Und ja. Also, Lichtblitz haben wir jetzt. Jetzt können wir die Gegner auch ein bisschen blenden. Ah ja, genau. Hier kommen die Gegner raus. Also Explosion Palm bekommt man, glaube ich, mit Level 22, 24 oder so. Prime so um die 20. Und der ist recht stark. Ja, die Gegner sind leider noch zu stark. Die Elite und Champions. Aua. Der macht so viel Schaden. Natürlich. Ich kann mich nicht healen. Ich lasse den. Den muss ich nicht besiegen. Ich brauche Items, aber es droppen keine Items. Und der Mönch ist einfach, mir liegt er am besten. Er ist ein bisschen herausfordernd, er ist ein bisschen... Ja, er ist nicht einfach nur spammen oder so. Und man wechselt eigentlich ab mit linker Maustaste und rechter Maustaste. Das finde ich auch besser, als wie zum Beispiel ein Baba einfach rechte Maustaste gedrückt halten oder so. Ja. Diese RAM-Attacken sind stark. Ja, genau, noch ein Schrein. Sehr gut. Also Profi ist schon hammerhart am Anfang, wenn man noch keine Items hat. Aber ich habe jetzt schon mal zwei gefunden. Gut. Ja, den schaffe ich natürlich nicht, wenn ich den jetzt angreife. Der Questgegner. Okay, jetzt kann ich eigentlich hin. Da müssen wir rein. Aha, es ist gar kein Gegner töten. Müsst ihr eigentlich lesen. Ja, das ist wieder der ganz normale 0815 Auftrag, den es leider in Diablo 3 gibt. Aber ich finde den Patch richtig gut, dass man es jetzt auch zwingend braucht, um den Würfel, also die Würfelrezepte zu machen und so weiter.
toll. Okay, ich muss runter. Reduzieren. So, jetzt. Jetzt kann ich auch wieder healen. Komm, jetzt. Also, in Diablo 3 hat sich viel getan seit dem Patch. Und, ja. Toll, richtig toll. Oh je. So. Wir müssen noch ein bisschen hier leveln. Wir brauchen defensive Farm jetzt und ein besseres Schwert. Und das können wir natürlich erst, wenn wir Elite auch killen können. Oh, Goblin. Wo? Oh, nicht den. Das ist so der nervigste. Ja, den schaffen wir nicht. Aber wir könnten die Items eigentlich rausholen. Mindestens ein Item möchte ich rausholen. Oh, komm schon. Der teilt sich nämlich immer die ganze Zeit. Okay, einen muss ich leider gehen lassen. Und der machen wir jetzt zu Brei. Dann teilt er sich leider wieder. Dann siegen wir eigentlich den hier. Einen reicht nämlich. Okay, den könnten wir noch anschlagen. Komm, schneller, schneller. Dann haben wir den anderen auch. Oh, da gibt ja gar nichts so niedrig Level. So niedrig Level gibt er ja gar nichts. Also das lohnt sich überhaupt nicht. Ja, okay. Ein Schuh. So. Jetzt müssen wir alles noch einsammeln. Und jetzt haben wir für ihn... Ja, heilen. Provozieren ist ein bisschen... Das setzt eigentlich immer dann ein, wenn man es nicht braucht. Deshalb nicht betäuben, sondern heilen. Auch wenn die Heilung recht schwach ist. So, Manichan ist noch online gekommen. Jetzt haben wir eigentlich noch Schuhe. Immer noch recht schwache, kein Schwert, nix. Ah, Speer wenigstens. Ein Speer, ja, der macht mehr Schaden. Gut, ja, das ist schon viel besser jetzt. Können wir noch ein bisschen Erfahrung sammeln hier. Mit dem Brunnen. Und jetzt können wir eigentlich reingehen. Der blaue Gegner war ja nicht so schwer. Den haben wir auch neben dem Goblin noch gut besiegen können. Aber der hier, der ist verseucht. Ich hoffe auf YouTube, dann ist eigentlich, ja, es muss eigentlich, dass der Ton nicht so laut ist, aber hier ist er immer noch ein bisschen zu laut für mich. Deshalb muss ich gucken. Der erste Part ist so der Testpart. Und später macht natürlich auch alles viel mehr Spaß. Also, je weiter die Nummer geht, desto mehr Spaß macht es hoffentlich. Aber auch, weil halt mehr los ist. Am Anfang ist leider nicht viel los und das müssen sie eigentlich ein bisschen ändern noch. Wenn
Blizzard noch das Spiel besser machen will. Weil wir wurden eigentlich schon genug enttäuscht. Früher war der Inferno-Modus extrem geil. Und dann ist er plötzlich weg gewesen. Und jetzt ist eigentlich nichts mehr so eine große Herausforderung. Man muss eigentlich immer nur Items sammeln, um ein bisschen leichter haben das Spiel oder so. Und dann hat man eigentlich schon wieder keine Schwierigkeitsgrad mehr. Das ist einfach viel zu leicht. Und die G-Rifts, die sind... Ja, das ist auch irgendwie kein Schwierigkeitsgrad, weil die Gegner eigentlich immer gleich stark sind und eigentlich man recht wenig machen muss, um zu überleben. Also ist der Schwierigkeitsgrad eigentlich nie sehr hoch in Diablo 3. Schau ein bisschen schade. Aber, ja. Für die gibt es Path of Exile oder Grimdawn. Vor allem in Grimdawn ist alles recht schwer. Also im Veteranenmodus. Da habe ich manchmal schon wirklich die Schweißperlen am Kopf. Und so. Und, oh. Kann ich das leisten? Ja. Und hier. Das ist zu teuer. Ja, ein Schild will ich nicht haben. Ich will zwei Nahkampfwaffen haben. Der hoffentlich jetzt hier irgendwo droppt. Ja. Weil, ja, der Speer hätte ich wirklich auf rechts machen können. Aber ich möchte schon ein... Aha, ich habe ein Ding gehabt. Eine Axt, eine weiße. Aber eine blaue Axt ist besser rechts. So, jetzt geht auch das recht einfach. Also eben Diablo 3 ist zu Item abhängig. Da hat man eigentlich nie den Schwierigkeitsgrad, weil einfach das Gebiet zu schwer ist, sondern weil man einfach zu schwache Items hat. Und ihr seht es jetzt. Also manche Gegner sind schon noch ein bisschen schwer. Vor allem die, wie die einfrieren, die mag ich überhaupt nicht. Und die Blitz, die so ein Blitzfeld machen. Aber, so, ein bisschen leise noch. Aber, der Schwierigkeitsgrad ist mir halt einfach zu gering in Diablo 3. Aber es ist ein sehr itemabhängiges Spiel, das ist klar. Und da kann man eigentlich nicht so viel machen. Als Spieler. Man hätte gerne den Entwickler für sich, der die Sachen gut macht für den Spieler, aber das gibt's leider nicht. Das wäre auch finanziell und so unmöglich. So, fegender Tritt kann man hochstufen. Ach komm, müssen noch Gegner angreifen. So, das kann man hochstufen. Also was ist das jetzt? Ah, Feuerwalze. Und Donnerknall. Und hier nicht. Noch nicht. Okay, Selbstreflexion. Ja, das sieht schon viel schöner aus. Nett, nett. Oh, macht das Schaden. Oh. Nett, 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 nett. Sehr nett. Wirklich toll. So, haben wir das auch schon. So. Und jetzt? Ah, mich stört es auch, dass man am Anfang so langsam ist. Da hat man richtig lange zu laufen, bis wieder Gegner kommen. So, da haben wir Stechmücken. Ha, Stechmücken.
weg damit, so ein Drachenkrallentritt kann man gerne auch im Real Life benötigen. Und diese blöden Bogenschützen nerven auch. Früher waren die so extrem stark, weil sie einfach die ganze Zeit angreifen konnten, aber mit der Zeit wurden sie auch immer schwächer, weil wir einfach immer wieder bessere Items hatten, oder? Also durch die Patches auch bessere Items gekommen sind ins Spiel. Und jetzt sind sie eigentlich nicht mehr nur noch nervig, weil sie eigentlich immer zielen können, also treffen können. Das ist ein bisschen nervig, eben. So. Da oben ist noch irgendwas. Ja. Ein Elite-Gegner. Aber Diablo 3 ist für mich richtig chillig, also ein bisschen um einzuschlafen. Nein. Einfach so ein bisschen, wenn man zu viel konzentriert ist, also zu stressig gehabt hat oder so, dann spiele ich immer ein bisschen Diablo 3, um runterzukommen. Und es macht einfach viel Spaß, es macht sehr viel Spaß. Und dann mit diesen, ja, die Jagd auf bessere Items ist schon cool, aber es ist zu stark, also man ist zu abhängig von Items. Man ist nicht mehr skill-abhängig. Man braucht eigentlich keinen Skill mehr. Und das ist ein bisschen schade. Aber wenn ihr Lust habt, dürft ihr gerne mal ein bisschen im Let's Play auch mitkommen, wenn ihr Diablo 3 habt. Einfach mitlaufen oder so. Ich dachte jetzt, meine Kollegen laden mich ein. Also kommen rein in mein Spiel oder so. Dann könnte ich mit ihnen zocken. Aber ja. Ich will auch ihnen eigentlich sagen können, dass ich aufnehme. Und wenn jemand reinkommt, dann werfe ich ihn nicht raus, nur weil ich ein Let's Play mache oder so. So, und ich werde ihm kurz sagen, dass ich aufnehme, ob er dabei sein will. Und sonst geht er halt wieder raus oder so. Aber es ist schon toll, Diablo 3 eigentlich mit Kollegen zu spielen. Spielen zu können. Und wenn ihr Diablo 3 habt, mit Reaper of Souls natürlich. Und ihr Lust habt, auch mal mitzukommen. Ungefähr im gleichen Level seid oder in gleicher Paragon-Stufe, dann dürft ihr ja, eigentlich direkt reinkommen, also mich als Freund hinzufügen und dann reinkommen. Jetzt. Oh. Nochmal. Also hier sind die Gegner recht nah beieinander, die Elite- und Champion-Gegner. So. Also kurze Pause. Schauen, was wir gefunden haben. Ah, nicht viel. Blöder Diener noch hier. So, jetzt der nächste. Und dann werde ich noch den Part beenden, nächsten. Und im zweiten Part machen wir den Rest hier von diesem G-Rift. Oder ist es noch zu früh? Ich muss mal schauen. Kurz eine Aufnahmeunterbrechung. Ich habe so ein bisschen die Zeit verloren. Bis gleich. So, also 5 Minuten kann ich noch aufnehmen. Ah, Kellogg's hat Neandertaler gefunden. Das ist die Keule mit den Stacheln, wo kein Skin gerade ist. Ja, genau. Die Keule mit den Stacheln. Also
So viel wie ich in der PTR gespielt habe, kenne ich eigentlich fast jedes Item auswendig. Also vom Skin her oder so, von den Eigenschaften. Außer vom Kreuzritter und von Demon Hunter nicht. Die anderen habe ich gespielt in der PTR und da findet man recht viele Items, weil 2000% mehr Chance ist. Und ja, da hat man schnell alle Items, einfach schwache Items, und dann muss man eigentlich alles nochmals finden, bis eigentlich ja, gute Varianten des Items rausgekommen sind. Und das wird das wahrscheinlich genauso hier auch sein, dass man nicht zuerst das beste Item findet, das eigentlich möglich ist, oder? Und da wird lang gehen, also. Ich werde ho viel hochladen, aber ich werde wahrscheinlich nicht alles schaffen in dieser Season. Dann machen wir einfach außerhalb der Season weiter. Also, ich muss in der Season 5 nicht dabei sein, oder ich werde dann einfach off, also nicht im Video zeigen, also spielen die Season 5. Also kann das Projekt eigentlich, das Let's Play, unendlich gehen, solange es wirklich Spaß macht für mich und für euch. Würde mich auch freuen, also wenn ich viel hochzuladen kriege und die Spieler auch, also die Zuschauer auch Gefallen dran finden. Meine Videos zu schauen natürlich. So, jetzt kommen die Leute langsam. Okay. Und der Patch ist jetzt, die Season hat jetzt um 17 Uhr angefangen und ich habe 20 Uhr aufgenommen. Ich muss mal schauen, ob ich andere Fähigkeiten noch habe. Die halt auf die hinteren Slots, also dass sie nicht rauskommen, oder? Also dass sie hier drin, also ja, dass hier halt davor ist und die nicht nachgeschoben werden. So, jetzt. Falscher Knopf. Ah, Odem des Himmels. Ja, das ist nur heilen. Ich brauche jetzt gerade keine Heilung. Aber ich möchte Gewitterfront. Da. So. Dann setzen wir Gewitterfront ein. Das ist so ein Knopfdruck-Skill, den man einfach gedrückt lassen muss. Aber dafür brauchen wir jetzt wieder ein bisschen Geisteskraft. Okay, die Gegner haben mich ein bisschen unterbrochen, scheinbar. Ah, so geht's auch leicht mit deinem Level Up. Sehr schön. Der macht so viel Schaden, das ist Wahnsinn. Boom. Das ist jetzt dieser rasende Angriff, genau. Der ist auch recht geil. Aber wir spielen kein solchen Bild. Weil da braucht man bestimmte Items. Aha. So. Wir machen jetzt noch den Boss. Das Video kann vom ersten Part ein bisschen länger sein. Und dann machen wir im zweiten Part dann Kopfgeld. Aber das wahrscheinlich für mich morgen, für euch auch natürlich. Aber weil ich eigentlich nicht so schnell hochladen kann, weil ich schlechtes Internet habe.
Und sonst der Part sowieso am 1 Uhr morgen oder so kommen wird. Damit ich ein bisschen Pause dazwischen habe. Weil es mir noch nicht so gut geht. Also ich bin eigentlich immer noch krank. Immer noch Kopfschmerzen. Und Ohrenschmerzen und so. So eine Erkältung, denke ich mal. So, und ja. Dreizack. Aha, Wirkungsweite nur. Okay, dann gibt's nichts. So, hier haben wir eine Geschicklichkeit, das wechseln wir aus. Also nehmen wir. Hier Geschicklichkeit nehmen wir auch. Dann sind wir wieder ein bisschen stärker. Pumpen wir uns ein bisschen Geisteskraft auf und machen hier. Ja, die Gegner sind auch stärker geworden durch das Level. Das kommt noch dazu. Aber gut, dass wir Items eigentlich gefunden haben, die uns das wieder ein bisschen, dass wir wieder stärker sind, oder? Obwohl die Gegner auch stärker geworden sind, trotzdem nicht so viel Mühe haben. Es ist gut, dass die Gegner brennen. Ja, die tun uns abbrechen beim Gewitterfront. Das Gift ist auch echt nervig, dass man sich eigentlich nicht heilt. So, jetzt noch ein bisschen, dann kommt der Boss. Oh, ein gelbes Item schon. Reifeprüfung. Wow, mega Schaden. So, jetzt haben wir einen passiven Slot und können hier. Ja, wir brauchen nicht Bewegungsgeschwindigkeit. Noch nicht. Ja, verlangsamen brauchen wir auch nicht. Dann rüsten wir ihn noch aus. Und 23, 10. Da. Damit er auch noch ein bisschen mehr Schaden macht. Oh. Eine Waffe, die uns gute Dienste bringt. Und wo haben wir jetzt noch ein paar Gegner für den Boss, Rift Boss? Hör jetzt auf, mich zurückzustoßen. Das geht mal gar nicht, du blödes Teil. Das sind sogar zwei, okay. Komm, Boss. Ah, der ist leicht. Er dachte schon, der Schwere kommt da mit dem Gift. Der mag ich nicht. Das ist der Einzige, der eigentlich recht viel Schaden machen kann. Tintenfischart. Oh, der haltet recht viel aus. Aber der ist recht schwach. Also, wenn man nicht eigentlich hier drin bleibt. Oder in der Zone mit dem Gewitter. Ja, macht zu wenig Schaden, Gewitterfront. Dann lieber so. Gut, das haben wir geschafft.
Also, dann machen wir nächstes Mal Kopfgeld, dann wieder ein Liftgeld und eigentlich abwechselnd. Außer, ja, okay, sage ich im dritten Mal dann mehrmals Liftgeld. Schwer. Okay, haben wir ein Schwer. Ja, ein bisschen weniger Schaden dafür, mehr Ding ist gut. Und hier, ja, auch auswechseln. Und der Rest können wir verkaufen. So, jetzt haben wir eigentlich schon recht viel Geld. Okay, da kann ich nicht. Ja. So, schauen wir mal. Ab Level 18 sind die Sachen. Also das müssen wir nachher nicht mehr hochstufen bis Level 18. Hier. Ja, hier ist leider gar nichts. Los. Es gibt noch keine Edelsteine leider. Okay, dann haben wir das und das noch verkaufen und dann ist der erste Part für über. Dankeschön fürs Zuschauen und eben, gibt es eigentlich von Part zu Part bessere, ja, schneller. Also es wird schneller, haben bessere Items, bessere Skills und so weiter und geht irgendwie schneller vorwärts eigentlich. Und möge uns das Glück der Item Drops mit uns sein. Ja. Ich danke euch fürs Zuschauen und eben wenn ihr mitmachen wollt, dann ja, dürft ihr gerne auch fragen, wenn ich aufnehme, meistens abends und dürft dann mein Spiel natürlich joinen und dann können wir gemeinsam Ding. Aber ich möchte nicht, dass zu stark reinkommen, sonst gehe ich nämlich wieder raus und unterbreche halt die Ding, das Let's Play. Also mache halt ein neues Spiel wieder und das geschlossen und ja, mach dort weiter, oder dass ich dann alleine bin, weil ich möchte nicht gestört werden, indem Leute kommen und mich eigentlich dadurch nach oben ziehen wollen oder so, weil ich will ja das Let's Play ganz zeigen, also wie ich eigentlich stärker werde, oder? Und wenn zu starke reinkommen, dann bin ich von Stufe 11 bis Stufe 35 oder so direkt, oder? Und das möchte ich eigentlich nicht. Aber ja, wer will, darf schon mitmachen, natürlich. Mit ungefähr gleichem Level, gleichem Paragon-Level oder so, gleichem Schwierigkeitsgrad und so. Ja, also, Dankeschön fürs Schauen. Oh, die sieht so sexy aus. Kann man irgendwie zoomen? Wie kann man schon wieder zoomen? Ja, man sieht sie hier. Die sieht so sexy aus. Ja, also Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Euer Dragobasso. Tschüss.